Okidoki, Mann. Effekt, Musiklautstärke. Ich habe meine, weil Black Squad ja stirbt, habe ich meine Skins verkauft. Und dabei kamen dann 25 Euro oder so raus. Und dann habe ich mir dieses Spiel Mortal oder wie das heißt gekauft. Davon. Es ging praktisch aufs Haus. Dies ist alles so eingestellt. Ich habe nur das Ding noch eingestellt. Und ich weiß, warte mal. Bloom sowas von raus. Und zwar im Ideal. Heller Schein um überbelichtetes Pixel. Aus irgendeinem Grund ist das alles voll klein hier, Mann. Ich muss echt näher ran. Keine Ahnung, wir werden später daran mal drauf achten. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal schnell das Tutorial. Wir haben jetzt 1 Uhr in der Nacht. Eigentlich habe ich das Spiel schon vor 3 Stunden gekauft, ne? Und 5 Minuten später war es installiert, aber... Bin ich mir das nur ein oder ist das voll leise? Hier, schau dir mal sein Ding an, er folgt meinen Teil. Ich bin entweder, ich habe gedacht, als erstes spiele ich mal mit Bogenschützen wahrscheinlich und danach mit Kavallerist. Aber ich weiß gar nicht, ob man das Kavallerist spielen kann oder ob die Pferde da einfach rumstehen, keine Ahnung. Bah, Mineralwasser. Ich habe mir den ganzen Sixer davon geholt. Ich muss ein bisschen auf meine Linie achten, Mann, sonst werde ich wieder fett, Mann. Fuck that shit. Dauert ungefähr 15 Minuten. Laber keinen Fuck, Dude. Ich habe gehört, das Spiel hat oft Crashes, aber ist mir eigentlich scheißegal. Probieren wir es mal. Das Problem ist, ich nehme das mit Real Life auf. Und wenn das Spiel dann crasht, Mann, dann ist die ganze Aufnahme futsch. Paradereiten, Mausbuttons sind nur für einen kurzen Augenblick aktiv, also keine drücke End für einen Neuanfang. Ich muss rülpsen, sag ich einmal. Also keine Pa. Oh Mann. Look at what the cat dragged in. Sie meinen, was die Katze. You two look absolutely hopeless. Go on, look around. This is the place where I'll teach you how to fight without stopping yourself in the process. Bilde ich mir das nur alles ein oder sieht das alles voll klein? Oh, oh mein Gott. Also zuerst mal, glaube ich, muss ich mal die FPS auf 60 locken, Mann. Die sind schon auf 60 gelockt, laber nicht. Wieso habe ich dann... Soll ich mal alles ein bisschen runterhauen? Lass uns das einfach mal ein bisschen runterschrauben hier. Postprozessqualität ändert die Qualität vom Post... Wie zum Teufel soll das irgendeiner, der keine Ahnung hat, von so einer Scheiße verstehen? Ich hab's konstante 60 FPS, Mann. Und ich glaube, ich bin huge, Dude. Schau dir mal an, wie winzig die sind. Drücke P, um zwischen EQBS-Perspektive und Dritte umzuschalten. Oh, man kann auch Dritte. Alright, that's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. This is a real battlefield, but don't be alarmed. We're perfectly safe at the moment. Well, I suppose that moment is past. Where's your sword, recruit? Look eager to swing that thing around, so let's get right down to it. Hit that dummy 3 times. Oh, ich soll den Dummy treffen. Alles klar. Nice! Do another! Enough! Single attacks are good, but you often want to follow up with a combo. To do this, perform a new attack before you are finished with your current attack. Okay, warte mal eine Sekunde jetzt hier. Show me a combo hit on that dummy! Alter, calm down, Mann.
Left Mouse Button. There we go. Laber nicht, du heilst das Ding einfach, Mann. Missing will drain it. Mhm. Aber sieht gut aus, ne? Ist alles total scharf, Mann. Now I will teach you how to defend yourself against attacks. First, show me you can hold a sword in front of you. And you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry three of my attacks to show me that you're not completely worthless. Ja, schlag mich. Laber nicht. Timing ist alles klar. Alles klar. One more. Good. Kann ich dich jetzt auch mal schlagen, du Arsch? Alles klar. Zieh dir das mal rein. Quick follow-up attack that will catch your opponents by surprise. Laber nicht. Timing is crucial. You must perform the attack slightly before or exactly at the time of the block. Parry my attack and perform a repulse. Oh, ich glaube, das wäre tödlich. Ha. Alles klar, ich schlag immer zu früh, Mann. Hä? Zu früh. Ja, jetzt bist nicht mehr so cool, du Arschloch. Hä? Ohne Bein? Ah, schon wieder zu früh, Mann. Was soll ich überhaupt machen? Führen Sie sein... Was ist denn das? Drücke Right Mouse-Button, um zu parieren in dem Moment, wenn der Angriff deines Gegners geblockt wird oder kurz davor drückst du rasch elf Mouse-Button, um einen Repost durchzuführen. Das Timing ist sehr wichtig, weil wenn du diesen kurzen Fenster verpasst, fühlst du dich lediglich ja in normalen Angriff aus. Das ist klar. Was war denn das für eine Scheiße? Hey, muss ich die Taste halten oder was? Alles klar. Man macht eigentlich beides gleichzeitig, Mann. Mhm. Alles klar. Try to block three of my strikes as I turn in and out of them. Good. Ups, das tat weh, Mann. Ah, schon wieder zu früh, so eine Scheiße. Schon wieder zu früh. One more. Very good. Make sure you have the stamina to perform a parry. Otherwise, you might end up losing your weapon. Uh-huh. Here, I'll show you. Parry my next attack. Ah, schon wieder zu früh. Ha! Like stealing candy from a baby. Fuck off, du kleiner Wichser. Dude, das ist ja mal voll geil, Mann. Willst du mich verarschen? Now let's see if you can do more than just mindlessly flail around with that weapon. Das ist ja mal Folger, Mann. Ich habe noch nie sowas gesehen, dass du in Spielen alles machen kannst, Mann. Chop that stick up with three horizontal slashes. Was soll ich machen? Good. One more. Das ist echt abgefuckt, Mann, ein bisschen, Mann. Ups, my bad. Let's see how you perform an overhead attack next. Chop my ugly pumpkin in half with a downwards attack. Good job. Next we have the stab, which is an attack that allows you for precise hits. Dude, ich kann mir den ganzen Scheiß eh nicht mehr. Aha. Was soll ich machen? Mouse wheel up. Ah, alles klar. Nice farming, recruit. Most weapons have an alternate mode. The longsword you're using can be outfitted in Mort Outgrip mode, which increases damage against armored foes. Go on and change into the Mort Outgrip. Mort Outgrip, yeah. Now smack the helmet off that dummy with an attack from the Mort Outgrip. Excellent. We don't need that dummy anymore. Zieh dir das mal seine Fresse. Oh my. Oh Gott. Wie geil ist das denn, Alter? Rest in peace, Robert. Hits cannot be blocked by a parry, so they are an excellent way to mix up your offense and get your ruffians out of the way.
Ich glaube, du brauchst einen Arzt. Against kicks by performing a kick yourself. Block two of my kicks by kicking right before I hit you. Alles klar. Good block. Another. All right, all right. You've got the hang of it. Sometimes it's a good idea to cancel an attack before it is fully committed. This can trick your opponents into parrying early. Es gibt sogar friendly fire, man. Das ist immer an. So don't wait too long. Aber die Kaffee. Get around my defense three times by tricking me into parrying, and then hit me from real. Well played. Snakey. Ich steh zu nah dran, Mann. Well done. Another way to trick your opponent into parrying early is to perform an attack morph. You can only morph from strike to stab or vice versa. To perform a morph, start an attack and then start another attack shortly after. This will morph the original attack into the new one and throw off your opponent's sense of timing. Get around my defense three times by tricking me with a morph. Hey, warte mal. Du kannst jeglichen von Schwung einen Stich oder drücke Left, um einen auszuführen. Well played. Laber nicht, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gemacht habe. Dude, keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Hey, mir, weißt du was, mir ist das doch scheißegal. That's enough. I'll show you an advanced maneuver called chamber and neck. Was soll der Scheiß sein? Ich hüpf eh rein und schlag davon wie Sau, Mann. You can mirror my attacks with your own attack. If you do this just before the attack hits you, it will act as both as a block and a counter attack. You must master type of attack to successfully chamber. I will perform a left horizontal slash, which you must counter by performing a right horizontal slash just before I hit you. Bla bla bla. Alles klar. Führ einen rechten Schwung kurz bevor du getroffen wirst aus. Dude, das ist mir alles zu schwul, wie kann man das überspringen? Nein. Outstanding. Now we'll do the same, but with a stab. Ja. Stabs are easier to chamber than strikes. All you need to do is perform a stab just before you get it. No need to mirror the attack. Get ready. Bla bla bla. Alles klar. Schön, dass wir darüber geredet haben. All that you have learned and land five strikes on me. Alles klar. But this time I won't hold back. Hey Mann, das hörst du, Arschloch. Good. One more. Ha!
Top-notch work, recruit. You know how to fight. Follow me. It's time to play with some new toys. Shine! Okay, this house is at Swiggy Town. We're going to shoot some arrows. Pick up that bow. That's the first pickup line that worked for me in a long time. All right, now hit the closest target 3 times. Outer circle. Outer circle. Far outer circle. Well, well, you're not blind after all. I want some real shots now. Hit that medium. Far outer circle. Es bewegt sich ganz schön viel das Zeug hier, Mann. Obwohl, warte mal, das wackelt nur am Anfang voll. Far outer circle. Aha, alles klar. Far outer circle. Laber keinen Scheiß. Probably just lucky. Want to prove me wrong? 3 hits on the far target. Zu kurz. War wohl nicht mal in die Richtung, Mann. Far outer circle. Zu tief. Du hast nicht viel Zeit zum Schießen oder zum Eimen. Oh, scheiße. Oder zum Eimen, Mann, weil... Schon wieder zu tief. Du kannst doch einfach stehen bleiben, Mann. Er geht automatisch dahin zurück. Far outer circle. Okay, okay, I admit, you're a natural. However, what separates a true marksman from a talented amateur is the hands test. Are you ready for the hands test? Here we go. Hands! Love nicht. Ich check immer noch nicht, wie ich schießen muss. Ich kann die Geschwindigkeit von dem Pfeil einfach nicht einschätzen. Ne? Also direkt drauf ziehen brauchst du gar nicht versuchen. Ne? Splendid shot. Du, don't worry, Hans will be just fine. He's at worse. Follow me, I have a surprise for you. Hopefully you're not afraid of horses. Pick up that lance. Boah, das sah so aus, als hätte es echt wehgetan. The lance is useless on foot, but it is devastating on horseback. Now hop onto the horse. Sieht echt gut aus, ne? Hans was kind enough to replace the archery targets with some dummies for us. Boah, aber das sieht nicht gut aus. Ich hab hier voll die krassen Grafikrisse, Mann. Alles klar, Bro. Let's do it. Alles klar. Okay, das müssen wir noch üben. Mein eigenes Pferd hat gerade meine Lanze hochgeschlagen. Was für ein Arschloch. Und du bleibst an jedem Scheiß hängen, Mann. Gut zu wissen. Was soll denn der Scheiß, Dude? Hier ist... Ah, hier, weil eine unsichtbare Barriere ist. Ah,
Hans would be proud. Now quit horsing around and get off that steed. Follow me. It's time I teach you some siege engineering. Das war mal in die Fresse. Okay, das hat auf jeden Fall weh, nehme ich mal an. Big wooden doors in your way. No problem. Pick up that axe. Take down those doors. Excellent. Now do the other door. What's the matter with you two? Does this look like the place to apply for the lumberjack skill? That's my hard work you're chopping down. Take that ammo and build it all back up to how it was. Help me. I do what he says. He seems angry. Okay, this is... About time! The shit I'll have to deal with! Unbelievable! We better leave now, come. You can also just open the door, of course. Artillery, hell yeah. Behold! Okay, okay, I know she ain't much. But she definitely can't launch 90 kilograms of projectiles over 300 meters. But be nice to her, okay? She's a good girl. Those yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag with a well-aimed shot. Beautiful. Remember, you can always push the catapult a little closer. Once you're in position, take out the middle one. Ich check immer noch nicht mal, wie die Scheißsteine fliegen, Alter. Oh, alles klar. War das ein bisschen zu weit? Zu knapp oder was? Schieß ich zu tief oder? Ich kann es nicht richtig sehen. Das sieht aus wie ein größer Löffel, ne? Aber nicht, das war doch nicht übel, Mann. Glaube ich. Oh, so ist ja viel einfacher, Mann. Du, dich schießt viel zu tief, kein Wunder. What a spectacle! That one far out there. Can you hit it? Na, ich schätze mal volle Rotze aufspannen, ne? Great! Oh no. You took down the enemy siege tower. We were supposed to be in a ceasefire.
They are going to retaliate. Get back into the camp, soldier, and report for duty. So geil, wir waren in Nicht-Angriffsmodus. So geil. Oh shit, du hast den Enemy-Turm erwischt. So geil, Mann. Hey, wo kann ich denn mein Geld hier sehen? Ah ja, hier ist es. Beschützer. Ein Kreuzritter. Ein Ritter, ein Räuber. Schätze mal, ich nehme zum Anfang einfach mal den, um mal reinzugucken. Nur was bedeutet denn das? Ich habe 2500 von den Dingern, aber. Überlege gegen immer stärker werdende Horden von AI-Gegnern und kauf die Ausrüstung, gegen die auch die gesamte Map verstreut sein. Was soll ich kaufen da? Schauen wir mal. Ich habe gelesen, dass das Spiel durchaus... Ganz toll. Jetzt hat es mir erstmal mein ganzes Ding zerlegt. Das ist ganz toll, Mann. Okay, nehmen wir den ersten Teil einfach mal Tutorial und dann mache ich jetzt gleich weiter und mache Ding. Ich musste durch Commodore den erlauben, weiterzumachen. Deshalb ist jetzt wahrscheinlich das ganze Bild schwarz.